ist wirklich ein tolles Gerät hast und so vielseitig. Ja, Renate. Moni. Schau die Wand an. Und dabei hast du noch gar nicht alles gesehen, was der Ballarounder alles kann. Och, man kann damit nicht nur wunderbar Blumenerde umtopfen. Oder, und das kennen Sie alle, Hundehäufchen vom Gehsteig kratzen. Nein, den Ballarounder kann man auch in der Medizin einsetzen. Aha. Und damit wende ich mich an all die frühen Zuschauer, die auch unter ihren Glasaugen leiden. Ja, da gibt's eine Menge. Ja, und wer kennt es nicht? Ab und an muss es einmal schnell gehen, gell? Oder man ist zu abgespannt oder zu nervös. Einfach das Glasaug in den Ballarounder legen und in 0,nix ist das Aug schon drin. Ach, ich bin wirklich begeistert, Horst, was der Ballarounder alles kann. Aber viele unserer Zuschauer würden auch gerne wissen, ob der Ballarounder auch als Sportgerät verwendet werden kann. Aber Günther! Moni! Ja, gar keine Frage nicht. Ich sage ja, mit dem Ballarounder bleibst du fit, bis du 88 bist. Oder 99. Oder 100 und 100. Oder